So, wir warten und das tun wir gemeinsam mit dem Ehepaar Albanese auf das letzte Team des Abends. Und das sind zufälligerweise die Gastgeber, die amtierenden Weltmeister, aber in der Europameisterschaft, und um die geht's heute, sind sie die Herausforderer. Im vergangenen Jahr in Litauen, da wurden sie Zweite, die Bremer vom Grün-Gold-Club. Heute, hier beim Heimspiel, wollen sie sich um einen Platz verbessern. Zuversichtliches Lächeln und wie angekündigt, nimmt nur der Chef persönlich auf dem Stuhl Platz. Ehefrau Uta, die in den vergangenen Wochen das Team betreut hat, in der Abwesenheit von Ehemann Roberto, nimmt weiter oben Platz. Zum letzten Mal auch die Kür der Bremer am heutigen Abend. Siamonoi, das sind wir. Danach wird's dann für die Weltmeisterschaft im Dezember eine neue Kür geben. Jetzt aber erstmal alle Aufmerksamkeit auf Siamonoi. Jeder Kür, und auch diesmal hat es perfekt funktioniert, und die Bremer sagen selbst, wenn wir diese Aneinanderreihung von Lankenaus, langsamen und schnellen, stehen und hinbringen, dann läuft die Kür wie von selbst. Una volta dai su,
raus in die eigene Formation. Ich will es noch nicht verschreien, aber bin nah dran zu sagen, darf er auch sein. Tänzerisch die Bremer, wie gewohnt, absolut perfekt. Da wird nicht gelächelt, da wird einfach nur entschlossen gesagt, basta! Ich kenne noch nicht die Wertung, aber mein lieber Roberto, ein extra Strauß Blumen für die Gattin ist ganz sicher angebracht. Die hat richtig tolle Arbeit geleistet in den letzten Wochen. Die Formation vom Grün-Gold-Club aus Bremen auf den Punkt fit. Ob es reicht, den Titel zu erringen, hier werden wir gleich wissen. Auf jeden Fall war diese Kür fehlerlos, meisterhaft, brillant, perfekt getanzt. Kein Grund zum Weinen, aber ich glaube, das ist eher die Erleichterung und Freude, dass es gut gelaufen ist. Durchatmen beim Chef, denn jetzt kommen die bangen Sekunden, die bangen Minuten. Hat die Arbeit, das Schuften der letzten Wochen, der letzten Monate geholfen, den Titel, den Europameistertitel hier an die Weser zu holen. Das ist perfektes Lateinformationstanzen, gar keine Frage. Ich habe auch wirklich sehr, sehr gutes Lateinformationstanzen von den Russen gesehen. Würde aber aus dem Bauch heraus sagen, hier hilft natürlich auch der Heimvorteil. Das Publikum während der Schlussakkorde auf den Stühlen, lautstark, begeistert. Und so ein Wertungsrichter ist ja auch nur ein Mensch und der hat auch Ohren und Augen und bekommt natürlich mit, wenn die Stimmung hier auf dem Siedepunkt ist. Er sowieso immer eine Augenweide.